Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurem Rebel Root. In diesem Video möchte ich gerne ein bisschen auf die neue Homepage eingehen und gleichzeitig das Statement setzen, sie ist wieder online. Die war ja eine kurze Zeit, ich sag mal ein paar Tägchen offline, weil ich daran gearbeitet habe, nach der Arbeit noch. Und ja, ich wollte einfach nur das Statement loslassen, dass die wieder on ist. Ihr findet hier unter Tutorial Files natürlich wieder, wie geplant oder wie bekannt schon, eure Sample-Files, also Beispielprojekte. Irgendwann werden die auch auf Englisch released, also das Video. Und hier findet ihr eure Downloads. Natürlich sind auch die alten Tutorials hier drin, die ich noch nachpflegen muss, Links kontrollieren muss etc. Das wird alles dann nach einer Zeit kommen, aber länger wollte ich die dann nicht down lassen, die Seite. Unter Tools findet ihr dann Tools von mir, hier so einen kleinen Werbebanner, wo dann immer wieder verschiedene Tools auftauchen werden, wenn ich weitere entwickelt habe. Da sind bestimmt noch ein paar, die ich hier reinstellen könnte, aber zuallererst möchte ich den SSC hier fertig machen, also 100% lauffähig und großartig ohne Fehler, den Simple Script Creator, den ich ja schon in ein paar Videos vorgestellt habe. Und des Weiteren ja, wird dann hier unten auch ein Download-Button erscheinen, eben das Nötige. Ja, und auf der Hauptseite haben wir dann natürlich ein bisschen Werbung, ein bisschen Ankündigungszeug von wegen, hier findet ihr Sachen zum Thema Programmieren, Publishing, wie auch immer, also die Sachen, die ihr halt findet. Des Weiteren hatte ich in einem Video schon mal das Forum erwähnt und da habe ich auch schon ein paar Anfragen zu bekommen. Das steht soweit, dass das Forum bereits vorhanden ist, es ist schon fertig installiert, es könnte auch jetzt schon benutzt werden. Allerdings würde ich gerne auch nochmal in den Kommentaren von euch hören, was für Unterforen ihr gerne hättet oder halt ein bisschen zur Planung dabei mit was sagt. Denn, ich habe was gefunden, was lecker schmeckt, nur Tortilla Chip. Auf jeden Fall in dem Forum sollten wir dann halt gucken, wie wir das schlau unterteilen. Also die Tutorial-Files hier, die würde ich halt nicht nochmal im Forum reinstellen, denn das ergibt keinen Sinn, sondern eher so Diskussionssachen wie bestimmte Fehler. Ich sage von vornherein, dass ich allerdings kein Copy-and-Paste-Freund bin, von wegen, also ich werde euch jetzt nicht, wenn ihr in dem Forum schreibt, ich muss Programm XY fertig machen, ich schreibe euch das komplett und ihr verkauft das dann auch noch im besten Fall weiter, also so wird es nicht laufen. Das ist ein Diskussionsforum, wie ich das ähnlich auf meinem YouTube-Channel auch haben werde. Ihr könnt natürlich in die Kommentare posten, wenn ihr bei einem konkreten Problem halt Hilfe braucht oder ja, je nachdem, das kann halt von Usern beantwortet werden, von anderen, die Visual Basic können oder eben halt auch von mir. Des Weiteren, ja, müssen wir dann halt schauen, wie wir es aufteilen. Ich wollte das einfach mal ankündigen und hoffe dann, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis denn, ciao.